Sag das und er hat nur noch Augen für dich. Herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben, meine über 100.000 Königinnen hier auf YouTube. Ich hoffe, es geht euch so richtig gut. Heute sprechen wir darüber, was du einem Mann sagen kannst, dass er nur noch Augen für dich hat. Warum braucht man so einen Satz überhaupt? Man braucht ihn nicht. Man kann ihn verwenden und den kannst du verwenden in den unterschiedlichsten Situationen. Du kannst diese Sätze verwenden, wenn du das Gefühl hast, dein Mann bemüht sich nicht mehr genug um dich. Und warum es da Sinn macht, dazu komme ich gleich. Du kannst das verwenden, wenn seine Aufmerksamkeit weniger geworden ist. Du kannst es auch verwenden, wenn er sich unsicher ist, ob er die Beziehung weiterführen möchte. Und du kannst es auch verwenden, wenn ihr noch ganz am Anfang steht. Du hast das Gefühl, er trifft sich noch mit anderen Frauen oder schreibt noch mit anderen Frauen im Online-Dating und du möchtest einfach aufs nächste Level mit ihm kommen. Und du kannst es auch verwenden, um emotionale Bindung zu stärken, wenn ihr schon lange in einer Beziehung seid. Und ganz kurz, bevor ich dir die Sätze gebe, ich habe nicht nur einen Satz, ich habe mehrere für dich. Tada! Das ist die kleine Überraschung in diesem Video. Ich habe mehrere Sätze für dich, damit du auswählen kannst, was für dich euren Kommunikationsstil und eure Situation am besten passt. Aber warum kann das hilfreich sein, diese Sätze zu sagen, wenn ein Mann sich nicht genug bemüht oder wenn da nicht genug Verbindung zwischen euch ist? Ganz einfach. Männer ziehen sich dann zurück oder Menschen generell, auch Frauen ziehen sich dann zurück, wenn ihre Bedürfnisse in einer Beziehung nicht erfüllt sind. Wenn sie nicht das bekommen, was sie sich erhofft haben. Und das heißt, am Anfang hat er sich um dich bemüht, er ging in die Beziehung rein oder vielleicht auch die letzten Jahre war das vielleicht so, dass seine Bedürfnisse erfüllt worden sind und jetzt nicht mehr. Oder er ging rein in der Hoffnung, dass er bei dir dieses Gefühl bekommt, das er sucht, aber er hat es nicht gefunden und zieht sich jetzt zurück, weil er denkt, dass das nicht die richtige Beziehung für ihn ist. So ticken Männer und so ticken Frauen auch. Du würdest dich genauso zurückziehen aus einer Beziehung, wenn du da nicht das Gefühl bekommst, das du dir eigentlich erhofft hast. Aber bevor ich dir diese Sätze sage, meine Liebe, ganz ehrlich deine Meinung. Denkst du, dass so ein Satz etwas bewirken kann bei jemandem? Denkst du, dass es möglich ist, dass Worte die Gefühle eines Menschen beeinflussen können? Wenn ja, schreib mir ja in die Kommentare. Wenn nein, schreib mir nein. Ich bin gespannt auf dein ehrliches Feedback. Eine kleine Bitte beim Feedback geben, immer wertschätzend bleiben. Lass uns das wirklich praktizieren, miteinander wertschätzenden Umgang zu pflegen. Auch wenn man ein anonymes YouTube-Profil hat, kann man freundlich und wertschätzend kommunizieren. Denn im Endeffekt wirkt sich das auf die eigene Persönlichkeit aus. Denn der eigene Selbstwert wird davon beeinflusst, auch wie man mit anderen umgeht. So, meine Lieben, also genug dazu. Jetzt sprechen wir darüber, was sind eigentlich diese Sätze, die man sagen kann, warum sagt man sie und wie genau lauten sie. Denn eine Sache, die viele Frauen nicht richtig machen oder eben nicht wissen oder vielleicht wissen, aber nicht wissen, wie umsetzen, ist, dass Männer anders ticken als Frauen. Und dass Frauen gern andere Dinge hören von einem Mann, als der Mann von einer Frau. Was man als Frau gerne hört von einem Mann, ist alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Also, dass er einem die Sicherheit gibt, dass er morgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren quasi noch da ist. Und das machen viele Männer sehr gut mit diesem sogenannten Future Pacing, indem sie dir sagen, ja, wir könnten ja mal dahin und es wäre so schön, wenn ich dir diesen Ort zeigen könnte. Und wir Frauen springen total auf das an. Ich war mal in jemanden verliebt, der hat zu mir beim ersten Date wirklich gesagt, mit dir könnte ich 10 Kinder haben und einen Bauernhof. Ich fand das total super. Ich meine, ich wollte nicht 10 Kinder gebären, aber so dieses Gefühl, der will mich ganz und für immer und so gemeinsam was aufbauen, das hat mich schon berührt. Und ich habe mich in den verliebt und er hat mich dann knallhart sitzen gelassen. Das war halt so eine Strategie, die er hatte, dass er Frauen halt diese Zukunftsbilder gemacht hat. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das zu früh passiert ist, dass das einfach manipulativ war. Ich meine, vielleicht hat er es in dem Moment auch wirklich geglaubt. Ja? Vielleicht waren seine Gefühle gerade so stark, dass er wirklich gedacht hat, er will mit mir 10 Kinder. Aber zurück zum Punkt. Ja, wir Frauen, wir finden sowas total faszinierend. Beim Mann würde das nicht funktionieren. Wenn ich zu einem Mann beim ersten Date sage, ja, mit dir könnte ich 10 Kinder haben und einen Bauernhof aufmachen, der packt seine Tasche und rennt, ja. Der möchte ganz was anderes hören. Also, meine Lieben, das ist das wichtige Grundverständnis hier. Wir hören gern andere Dinge als der Mann. Der Mann hat andere Bedürfnisse in der Beziehung. Bei dem müssen andere Gefühle getriggert werden. Und zwar die Gefühle von, dass er wertgeschätzt wird von dir. Dass du dich mit ihm verbunden fühlst, dass er eine besondere Rolle in deinem Leben spielt, dass er ein Held für dich ist,
dass er besser ist als alle anderen Männer. Weißt du, das, Männer sind ja auch competitive, also dass er einfach der Beste ist. Wenn du diese Gefühle in ihm hervorrufen kannst, durch die Dinge, die du sagst, dann wird er nur noch Augen für dich haben und sein Herz schlägt nur noch für dich. So, kommen wir zu den Sätzen. Satz Nummer 1, und ich lese jetzt hier von meinen Aufzeichnungen vor. Mit dir fühle ich mich komplett verstanden. Du bist meine wahre Inspiration. Satz Nummer 2. Ich bewundere deine Stärke und deine Fähigkeit, immer für mich da zu sein. Du machst mich jeden Tag glücklicher. Satz Nummer 3. In deinen Armen fühle ich mich sicher und geborgen. Du bist mein Fels in der Brandung. Satz Nummer 4. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so ist wie du. Du bist ein einzigartiger Mann. Bei diesem Satz wird er wahrscheinlich auch nachfragen, wirklich? Einzigartig worin oder so? Sobald er auf diesen Satz mit einem Fragezeichen reagiert, sag ihm, was an ihm einzigartig ist. Und Satz Nummer 5. Ich schätze und respektiere dich sehr. Du bist mein bester Freund und mein größter Verbündeter. Und diese Sätze kannst du natürlich ein bisschen ausbauen oder auf deinen eigenen Sprachstil anpassen. Ich habe dir die mal so vorgegeben und damit kannst du experimentieren. Das Allerwichtigste ist für dich zu beherzigen, welche Gefühle ein Mann eigentlich sucht und was ein Mann eigentlich braucht. So, meine Liebe, ich hoffe, das Video war sehr hilfreich für dich. Wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dass ich mehr solche Videos für dich machen kann. Ich kann dich auch dabei begleiten, mit deinem Traumen in eine glückliche Beziehung zu kommen. Beziehungsweise, wenn es gerade schwierig ist oder du irgendwo anstehst und nicht weiter weißt, dann bin ich für dich da. Denn nach über 12 Jahren als Beziehungscoach für Frauen kenne ich jede Situation und ich kenne auch für jede Situation die einzelnen Schritte, die du machen kannst, damit du an dein Ziel kommst. Direkt hier unter dem Video in der Beschreibungsbox und im ersten Kommentar findest du einen Link. Dieser Link geht zu meiner Coaching-Seite. Da erfährst du mehr darüber, wie du mit mir und meinen Coaches zusammenarbeiten kannst und kannst dir dann direkt einen Termin ausmachen dort. Das ist ein kostenloser Termin. Da sprichst du mit jemandem aus meinem Team darüber, was du erreichen willst, was gerade deine Situation ist, was deine Ziele sind und ihr sprecht auch darüber, was die Hindernisse sind, die dich davon abhalten, glücklich zu sein oder glücklich zu werden mit dem Mann deiner Träume. Dieser Termin ist kostenlos und wir schauen dann, ob wir zusammenpassen und wie wir dich am allerbesten unterstützen. Also wenn das für dich interessant ist, dann klick auf diesen Link und mach dir einen Termin aus. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, abonniere meinen Kanal, denn ich veröffentliche hier jede Woche wertvolle Tipps und Ratschläge, die dich dabei unterstützen, eine wundervolle, glückliche Beziehung mit deinem Traummann zu erschaffen. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video.